So, bei uns ist jetzt der Christian. Hallo. Sehen wir dich denn schon? Ja, jetzt sehen wir dich. Ja, okay, wunderbar. Und hören tun wir dich auch. Das ist natürlich wunderbar. Und es geht um ein zurzeit viel diskutiertes Thema, nämlich das Thema Urheberrecht und Gesellschaftsspiele. Weil gerade das sehr kontrovers diskutiert wird, oder das heißt kontrovers, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, wie es diskutiert wird, aber es ist gar nicht so eindeutig zu wissen, was ist eigentlich schützbar und was nicht. Und deswegen dachten wir uns, wir rufen uns mal einen Experten dazu, zumindest jemanden, der sich mit Spiele erfinden auskennt und der Experte von der Spielautorenzunft ist dazu und die natürlich auch eine sehr feste Meinung dazu hat, nehme ich mal an. Und wir hatten eigentlich noch versucht, einen Anwalt dazu zu holen, aber das hat leider nicht geklappt. Wollte sich irgendwie keiner äußern. Aber wir machen das jetzt einfach mit gefährlichem Halbwissen weiter und gucken jetzt einfach mal, was passiert. So, Christian, kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Ja, Christian Beiersdorf. Ich bin bei der SATZ zuständig für Urheberrechtsfragen und politische Kommunikation, wie das sich so schön nennt, also Lobbyarbeit, all diese Themen. Und wenn ich noch einen Blick zurückwerfe, seit 1984 in der Spielebranche, zuerst als Redakteur, Produktmanager, später selbstständig mit Agentur und jetzt seit 14 Jahren in der SATZ aktiv. Ja, ja, und es soll ja um das Thema Urheberrecht gehen. Du hast ja gerade schon angesprochen, das ist so ein bisschen auch dein Metier da. Wie ist denn so der aktuelle Status quo in Sachen Urheberrecht bei Gesellschaftsspielen? Ich würde sagen, der aktuelle Status ist nicht ein anderer wie vor 20 Jahren oder wie auch immer. Geschützt werden kann das Spielregelwerk oder geschützt ist das Spielregelwerk, also praktisch nicht die einzelnen Spielelemente oder Funktionen, aber praktisch der Gesamttext und gegebenenfalls natürlich auch im Zusammenhang mit irgendwelchen noch Bildelementen oder anderen auch dreidimensionalen Dingen, die mit dazugehören. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, also eine Spielidee im Sinne von einer einzelnen Mechanik oder sowas, das ist nicht schützenswert dann in einem Zusammenhang. Also ich warne immer vor dem Begriff Spielidee, weil eine Idee ist niemals schützbar. Eine Idee ist das, was du im Kopf hast, aber in dem Moment, wenn die Idee deinen Kopf verlässt und für andere in irgendeiner Form wahrnehmbar ist, dann kommt praktisch, dann mutiert sozusagen die Idee zum Werk und bekommt Urheberschutz. Versuch's jetzt mal sehr einfach auszudrücken halt. Okay, also die letztendlich, wenn man also ein neues Spiel erfindet oder sowas, es ist ja oft mal so, man erfindet was und dann ist es ja noch nicht gleich veröffentlicht. Also das ist ja letztendlich erstmal ein Prototyp. Der Prototyp, oder so. Der Prototyp, wenn der als auch die Spielregel praktisch niedergeschrieben ist und ich es auch mit anderen also spielen kann und die das wahrnehmen, in dem Moment greift das Urheberrecht. Und gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das ist eine schwierige Kiste bei Spielen, muss man auch dazu sagen, eben weil es halt eigentlich immer wieder, sag mal, eine Mischung ist von sehr vielem Bekannten, aber eben vielleicht auch dem einen oder anderen Nicht-Bekannten dabei. Aber letztlich kommt es auf die Gesamtkomposition an, möglicherweise auch in Verbindung mit einem Thema. Und es kommt natürlich schon ein bisschen auf die sogenannte Schöpfungshöhe an. Also aber ein einfaches Würfelspiel, ich sag mal, sowas wie Mensch, ärgere dich nicht, würde wahrscheinlich heute kein Urheberrecht bekommen. Mehr oder weniger einfach würfeln und ziehen, Punkt, fertig, das ist zu wenig. Gibt es da irgendwie eine Definition? Also es muss schon ein bisschen, es gilt, da gibt es bei Urheberrecht, gibt es dann so schöne Begriffe wie die kleine Münze. Damit ist umschrieben, es muss zumindest einen kleinen Anteil von einen Mindest,
Mindestanteil von Schöpfungshöhe haben, um Urheberrecht, also um das Urheberrecht also zu bekommen. Okay, und also diese, wie klein der Anteil dann aber sein muss, das ist nicht wirklich definiert wahrscheinlich. Nein, das ist nie wirklich definiert worden. Das gilt auch, ist auch unabhängig von Spielen. Also das Urheberrecht gilt ja für alle Werke und die sind ja dort auch nur sehr grob im Gesetzestext beschrieben. Das gilt letztlich umfassend praktisch für alles, was also geistige Schöpfungen sind. Insofern müsste es im Zweifelsfall gerichtlich geklärt werden. Mhm. Da gibt es wenige Urteile bisher. Meistens werden sie umgangen durch irgendwelche Vergleiche. Also es gibt ein gutes Urteil aus München, was damals Wolfgang Kramer erzielt hat, als Ass. Da eine Auftragsarbeit, die er damals für sie gemacht hat, komplett für sich reklamieren wollte und als dann auf AXA rauskam, ihn verklagt hat. Das ging dann für Ass in die Hose. Da wurde auch sehr klar festgestellt, dass das praktisch all das, was er dort entwickelt hat, dass das eine eigene Schöpfung war. Oh, jetzt scheint das Ding zu hängen, ja. Des Briefings von Ass damals. Jetzt haben wir so die letzten paar Sekunden aber kurz nicht mitgekriegt, dein Stream hat kurz gehangen. Also okay. Du warst beim Wolfgang Kramer, der für auf AXA anscheinend dann als Altenburger einen Streit hatte. Und dann wurde dann gerichtlich etwas festgelegt. Genau, es ging um die Vorversion, wenn du so willst, von auf AXA. Das war damals mal eine, ich glaube, Himmoller hieß diese Möbelfirma, war das also praktisch eine Auftragsarbeit, wo er aber praktisch das, was er damals bekommen hatte, so als Grundlage völlig neu aufgestellt hat, um es überhaupt spielbar zu machen. Und als dieses Auftrag, also praktisch die Rechte auch praktisch für dieses Werbespiel abgelaufen waren, kam er dann auf AXA raus und da hat dann versucht, Ass dagegen zu stinken. Hier kommt jetzt die Frage, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ab einer gewissen Schöpfungshöhe greift das Urheberrecht. Ich glaube, das ist auch nicht jedem so klar. Jetzt kommt die Frage, bekommt man das automatisch, muss man das beantragen? Nein. Aber das Urheberrecht gilt ja, ne? Da muss man ja nichts beantragen. Urheberrecht gilt automatisch. Mhm. Also man kann nichts einfallen. Wie wird denn das eigentlich in der Praxis jetzt von den meisten Spieleautoren dann gehandhabt, dass man sagt, ich habe jetzt eben dieses Spiel erfunden, es hat ein Prototypstadium, also es gibt keine veröffentlichte Regel oder so. Wie kann ich mich denn dahingehend, ich sag mal, absichern, dass ich das Urheberrecht geltend machen kann, wenn ich noch niemanden habe, der das veröffentlicht hat? Habt ihr da irgendwie ein Veröffentlichungsmedium oder irgendwas in der Art, um das quasi öffentlich, ich sag mal, wie so ins Register zu schreiben, um es mal so zu sagen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Also es werden ja so verschiedene Sachen da angeboten, auch von den Spielearchiven in Haar und auch von in Nürnberg, dass man es dort registrieren lassen kann und hinterlegen. Oder man kann zum Notar gehen oder zum Rechtsanwalt und es dort praktisch hinterlegen. Wir sagen auch mit unserer Justiziarin und auch anderen Rechtsanwälten, die wir diesbezüglich kontaktiert haben, es ist rausgeschmissenes Geld. Wer ein Spiel entwickelt hat, kann das einfach, wir sagen die Spielregel und vielleicht ein Foto von dem Prototypen, sich von irgendeinem Freund unterschreiben lassen, mit Datum abheften und er wird es in der Regel nie wieder brauchen. Es empfiehlt sich aber, und das hat sich damals zum Beispiel beim Wolfgang Kramer dann, wenn es wirklich mal kritisch wird, als gut und notwendig gezeigt, dass wenn du praktisch Entwicklungsstadien also eben auch ebenfalls dokumentierst und aufhebst, einfach so verschiedene dann Entwicklungsstadien der Entwicklung der Spielregeln einfach abheften. Im Regelfall wirst du es nie wieder brauchen, aber es kann eben fallen, wenn es mal kritisch wird, ist es notwendig.
Also ich hatte zum Beispiel auch einen Fall, als ich damals bei Ravensburger Produktmanager war, dass da gab es aus Hongkong ein Plagiat von Plitschplatsch-Pinguin, das sie mit anderen Tierchen umgesetzt hatten, das sie zum Teil auch versucht haben, hier über Toys R Us zu verkaufen. Und es ist uns gelungen, dann dort eben mit Hilfe des Justiziars der Messe in Hongkong aufgrund der Unterlagen, die wir dann beschafft haben, dieses Spiel praktisch diesen Messestand dann praktisch auch das dort abzuräumen. Also es kann sinnvoll sein, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, aber ich sage es mal, das ist so ein Fall in 20 Jahren. Gott sei Dank. Also ich meine, die meisten Fälle sind also einfach so, werden auch einfach so gelöst. Ja, also wenn ich dran denke an dieses bei Adlung vom Knizia, wie ist das mit Next? Mein Namensgedächtnis ist immer so schrecklich. Also es gab ein Spiel vom Knizia, das bei Adlung, das lief aus. Und dann hat Adlung unter seinem eigenen Namen ein Spiel mit dem Zusatz Next das Spiel etwas abgewandelt. Und Adlung wollte damals das lange nicht einsehen. Und am Schluss musste er dann doch einem Vergleich zustimmen, also auch auf Anraten seiner Rechtsanwälte. Und hat das Spiel dann eingestellt. Ähnliches war es auch mit Rainer Knizia auch bei der Lufthansa Cargo passiert. Den hatte eine Agentur irgend so ein Werbespielchen gemacht für die Kids da auf dem Flieger. Das war dieses Hackmack Junior, ein bisschen anders umgesetzt, aber im Grunde genommen genau das Gleiche von den Spielregeln her und so. Auch die haben dann praktisch eine Unterlassungserklärung abgegeben. Ja, mehr allerdings auch nicht. Also es ist meist in den meisten Fällen, auch die Verlage reagieren oft sehr zögerlich, scheuen die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Meistens sind es eher die Autoren, die dann hinterher sind. Hier kam jetzt noch die Frage auf, weil gerade das Beispiel ja auch kam mit Hongkong. Wenn es hart auf hart kommt, muss man dann in jedem Land kämpfen? Also wenn ich jetzt mitbekomme, okay, es wird, weiß ich nicht, zum Beispiel von einem holländischen Verlag ein Plagiat veröffentlicht, muss ich dann versuchen, das quasi auf dem holländischen Markt zu bekämpfen? Habe ich da überhaupt Handhabung? Wie funktioniert das dann international? Du stellst Fragen. Ja, also im Grunde genommen ja. Und ich sag mal ganz ehrlich gesagt, in China, du wirst wenig Handhabe haben. Also man kann es dann eigentlich nur so machen, wie es damals der, wie hieß mein alter Berliner Freund, mit C, damals dieses Spiel mit dem auch Pinguin und Eisschollen. Naja, ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber mir fällt der Name auch nicht ein. Was mit Fisch? Das ist meine größte Schwäche, Namen. Das ist einfach, auf Knopfdruck geht's nie. Kommt vielleicht nachher nochmal. Also der hat es halt dann praktisch über öffentlichen Druck weitgehend versucht zu machen. Er hat einfach sehr viel Öffentlichkeit versucht, da zu mobilisieren. Und am Schluss hat es zumindest insofern gewirkt, dass dann praktisch von Cosmos eine Exportmanagerin dann versucht, einen Deal eingefädelt hat, einen Vergleich dann auch. Und dieser russische Verlag dann praktisch eine offizielle Lizenz erworben hat. Mhm. Hey, that's my fish, so hieß das Spiel. Naja, irgendwas mit Fisch. Ach ja, genau. Genau. Ich weiß noch, wie das aussah, tatsächlich. Ich will den Namen auch nicht ein. Naja. Ja, wie ist denn jetzt eigentlich die schau gerade hoch, wenn ich. Es gibt ein Spiel von ihm. Jetzt muss ich schnell aufstehen, Sekunde. Günter Kornett, jetzt ja endlich. Ach, sag das was. Ja. Kahuna war lange Zeit mal
eins meiner sehr also Lieblingsspiele. Wie ist denn eigentlich aus Sicht der SAZ? Also wie beurteilt ihr aktuell die ganze Lage um das Thema Urheberrecht und entsprechende Durchsetzbarkeit und sowas? Seid ihr mit der aktuellen Situation so grundsätzlich zufrieden rechtlicher Art oder ist das eine Sache, wo ihr Potenzial seht, was man verbessern könnte oder eben auch nicht? Na, im Grunde genommen sind wir nicht unzufrieden vom Grundsatz her, was fehlt. Wäre halt mal ein oder zwei vernünftige Grundsatzurteile. Und solange die nicht kommen, weil sich die Beteiligten scheuen, dann praktisch das dann bis zum Ende durchzufechten, werden wir halt immer diese aktuelle Larifari-Situation haben. Wobei man einfach auch ehrlicherweise sagen muss, es wird bei jedem Spiel und jedem Plagiat anders sein. Ja, und die Richter werden andere sein, die meistens dann auch keine Ahnung davon haben. Das ist ja das Schlimme. Also jetzt praktisch in der Rechtsprechung sind wir Exoten. Ja, also du bringst mal jetzt irgendeinen Richter bei, was ist Urheberrecht an Spielen und wie differenziert muss man das betrachten, etc. pp. Also das ist, es ist eine mühsame Kiste. Also das ist, man muss sich da einfach sehr viel mit wie soll ich das jetzt sagen, versuchen, ein Ehrgefühl oder sowas, also damit an die Sachen heranzugehen, um eben nicht dem Plagiatsvorwurf, also um ausgesetzt zu sein. Wie ist denn das eigentlich, das kommt ja oft genug vor, dass sich so Spielideen, die haben mal so ihre Zeit, sodass es halt durchaus passieren kann, dass Sachen ja auch parallel entwickelt werden. Also ich fällt mir gerade dummerweise natürlich kein Beispiel ein, aber so, ich kann mir schon vorstellen, dass es mal so Dinge gibt. Also bei Themen sieht man es recht häufig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Spielideen so ist. Das sagt so plötzlich, hast du eine Riesenschwemme. Ich sag mal, vor ein paar Jahren die Zombie-Spiele und einen riesen Hype um Deckbauspiele oder Sammelkartenspiele oder sowas. Also klar gab es da bei den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, immer so den ersten Initialen, wo dann alle so mehr oder weniger sich haben inspirieren lassen. Aber es kann ja durchaus vorkommen, dass Sachen gleichzeitig entwickelt werden, gerade wenn die Mechanismen sehr einfach sind. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann häufiger vorkommt, dass dann durchaus Parallelentwicklungen entstehen. Fällt dir da so ein Beispiel ein dazu und wie würde man denn damit umgehen dann in dem Fall? Also bei Themen ist das sicherlich wahrscheinlich häufiger oder einmal war es besonders witzig, als damals, das war bei Columbus, Ravensburger und Schmidt-Spiele, bei unserem Columbus-Jubiläum gleichzeitig rauskam. Ich meine, das war Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre, weiß ich jetzt nicht mehr. Also bei Parallelentwicklungen gibt es sicherlich auch immer wieder mal. Also das ist und manchmal, wenn sie wirklich ganz gleichzeitig rauskommen, dann kann man das ja auch relativ einfach sozusagen auch so konstatieren. Dann ist es halt so passiert, da muss man damit umgehen. Wenn es zeitversetzt ist, wenn ich so jetzt mal an Kunterbunt denke und oh Gott, wie heißt jetzt hier wieder die französische Version da, die jetzt auch bei Asmodee weltweit ziemlich gut läuft, Spotted, glaube ich, oder? Warte, oder war das der englische Name? Mit diesen runden Plättchen, wo man da gucken muss, ob die gleiche Symbole drauf sind oder nicht. Namensgedächtnis wieder. Da hat der französische Autor gesagt, er hätte das andere Spiel nie gekannt, also da vom Kunterbund. Gut, kann man glauben, kann man nicht glauben. Rainer Staupe war damals ziemlich sauer. Hat dann aber letztendlich auch irgendwo dann gesagt, ja, er will nicht weiter da irgendwie rumkämpfen und so. Mein Spiel war damals von Gigamic auch im französischen Markt. Also es war durchaus aber auch in Frankreich sein Punterpunt auch bekannt.
Also es ist immer, das sind sehr schwierige Sachen, sehr schwer nachzuvollziehen und zu beweisen letztendlich. Mhm. Und du musst dann einfach es auch durchfechten. Das ist wieder die Geschichte. Ja, du musst dann ins Risiko gehen und sagen, ich kämpfe da jetzt. Und wenn du es aber auch nicht hundertprozentig beweisen kannst, dann lässt es vielleicht auch lieber vorher. Ne? Wie willst du jemanden so beweisen, der ein Spiel gekannt hat, der irgendwo ganz woanders sitzt und ja, das ist ein Spiel, was also ja, weitgehend nur auf dem deutschen Markt war, oder es war damals auch in Amerika, es wurde zwar auch in Frankreich auf dem Markt, aber beweisen letztlich kannst du es nicht. Du hast vorhin was von gesagt, du musst die Leute bei der Ehre nehmen. Gibt es so eine Art Ehrenkodex, so was das angeht? Also irgendwas, wo sich vielleicht Verlage selbst drauf verpflichten oder ähnliches oder so, was Offizielles? Dass man sagt, wir wollen das vermeiden oder wir prüfen auf eine gewisse Art. Kann man es überhaupt auf eine Art prüfen, die sicherstellt, dass man nicht aus Versehen was plagiiert oder so? Nein, es geht eigentlich nur versuchen, mit so viel wie möglich, sagen wir, Marktübersicht zu haben. Und das Gleiche gilt für Verlage. Also wir sagen ja auch immer, in den Verträgen sollte zumindest drinstehen, dass die Autoren einfach auch es nur nach bestem Wissen und Gewissen letztlich garantieren, dass sie das nicht irgendwo anders was Ähnliches gibt. Gleiches gilt aber, was die Verlage sich aber mal weigern reinzuschreiben, die gleiche Prüfpflicht gilt aber auch für die Verlage und die Redakteure. Ja, ich meine, wenn ich als Verlag ein Spiel rausgebe, muss ich ja auch mir sicher sein, dass ich so gut es geht und nach bestem Wissen und Gewissen. Keiner bei der Anzahl von Spielen, die heutzutage rauskommen, kann diese Ahnung noch, also wirklich eine umfassende Übersicht haben. Geht nicht mehr. Also das ist, muss man sich einfach auch sagen. Ja. Wir hatten das vorhin noch was kurz im Chat hier, abgesehen von der eigentlichen Spielmechanik, Spielidee oder Spielregel, gibt es ja auch noch andere Komponenten, die ein Spiel definieren, also ganz einfach der Name schon mal als eines, ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall schützen lassen kann, also als Markenname, natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden. Das passiert auch tatsächlich allerdings gar nicht so häufig, wie man glauben könnte in der Spielebranche. Dass Namen wirklich geschützt werden, also gerade wenn Spiele sehr erfolgreich sind, passiert das meistens, dass sie dann ein eingetragenes Trademark sind. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt das Thema war ja gerade doppelt, ich könnte mir vorstellen, dass das definitiv etwas ist, was sich Asmodee hat als Markenrecht oder als Namensrecht schützen lassen. Wie auch Wort- und Bildmarke heißt es, glaube ich. Also das eine ist quasi wirklich nur der Name und das andere ist irgendwie die Art, wie es dargestellt wird. So genau weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, bin ja auch kein Anwalt oder so. Aber auf die Art und Weise versuchen ja Verlage, sich zumindest ihre Marktfründe abzustecken, wenn sie dann einen erfolgreichen Titel geschaffen haben. Ja, also zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht, ist ein Ding, das darf halt nur Schmidt verwenden, mal als Beispiel. Ist nicht der der Miepel von Hans im Glück ist doch als Form auch Der Miepel geschützt. Ist als Bildmarke, glaube ich, geschützt, bin ich ganz sicher. Also die Form des Miepels, wir hatten da auch schon tatsächlich Probleme damit. Wir hatten mal in der Spieleschmiede ein Projekt mit so Klamotten, so Socken und so ein Zeug. Das haben wir dann abgebrochen, weil der sich die Erlaubnis von Hans im Glück quasi nicht geholt hatte dafür. Das haben wir aber erst sehr viel später überhaupt mitbekommen, weil wir hatten ihn auch noch tatsächlich noch darauf aufmerksam gemacht, weil wir auch wir haben ja selber das Miepel-Symbol schon mehrfach verwendet und wir wissen, im Betrieb musst du nur fragen und in der Regel ist es so, wenn das jetzt nicht irgendwie eine totale Verballhornung ist, dann sagt Hans im Glück, ey klar, mach, ist cool. Ja? Aber wenn man das eben nicht tut, und einfach macht, dann ist das was komplett anderes, ja. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie man im Spielebereich zumindest für einen gewissen Schutz sorgen kann. Man kann sich auch Logos zum Beispiel schützen lassen. Manchmal führt das auch zu komischen Problemen. Also zum Beispiel ist es so, dass Pegasus die Markenrechte an den Namen Cthulhu hat. Und das führt dazu, dass man, wir kriegen öfters Spiele angeboten, so im Lovecraft-Universum. Und die werden ja besonders gern irgendwas mit Cthulhu genannt. Ja, kannst du einfach nicht so einfach machen, ja, weil
Cthulhu ist halt Pegasus Markenrecht so. Und dann muss das dann mit Pegasus klären, ob die das überhaupt wollen. So, und dann, bevor man sich das an die Backe nagelt, sagt man sich dann, wir nennen was halt um. Oder machen es erst gar nicht, ja, wenn je nachdem, wie tief das in dem Thema drin steckt. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, die kriegt man dann so, so nach und nach raus. Oder Memory ist auch so ein Beispiel. Also Memory gehört Ravensburger. Und wenn du also Memo-Spiele gibt es wie Sand am Meer tatsächlich, aber die darfst du halt nicht Memory nennen. Ja, das ist ja wie Tesa-Film oder Tempo-Taschentuch. Jeder nennt das Memory, aber das ist tatsächlich ein Markenname. Ja, kannst du nicht einfach so machen. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, wie man sich dann so bestimmte Themenbereiche so ein bisschen abstecken kann im Markt, aber das hat man dann dasselbe Problem als Verlag tatsächlich. Also man kann ja nicht einfach, du kannst das zwar machen, aber wenn dann einer das verletzt, musst du es trotzdem durchfechten. Das ist, ja, du musst halt dann letztlich dann so einen Patentanwalt da hinsetzen, der also praktisch mit den entsprechenden ständigen Suchläufen, auch bei den Anmeldungen und so, Neuanmeldungen guckt, dass da nichts Gleiches praktisch dann kommt, ja. Also Wortmarke, da gibt es sehr hohe Hürden, weil das muss dann wirklich ein, sagen wir mal, darf kein Allerweltswort sein, sondern muss eben ein besonderes Wort sein. Der Umweg ist dann die Wortbildmarke, wo du dann das, da kannst du dann auch, was weiß ich, Klodeckel in der entsprechenden hübschen Gestaltung dann auch schützen lassen. Oder Würfelspiel, um es jetzt einfacher auszudrücken. Aber dann als Wortbildmarke geht das. Was noch erweiterte Möglichkeiten gibt, ist der so Geschmacksmusterschutz. Auf europäischer Ebene heißt es dann Designschutz. Seid ihr noch da? Weil ich sehe euch nicht mehr. Ja, wir sind noch da. Da kann ich natürlich auch, sei es so ein Meeple oder auch irgendwelche speziellen Gestaltungselemente auch von einem Spiel unter Umständen auch schützen lassen. Also das sind, der Schutz ist nicht sehr hoch, aber es ist zumindest auch wieder noch eine Hürde, also wo man Dinge schützen lassen kann. Ja. Hier im Chat kommen so ein paar Beispiele, also Lego vor allem, das ist ja nur recht, gerade in letzter Zeit recht hoch gekocht, weil die doch sehr um sich geschmissen haben, denn diese Form nicht mehr geschützt ist von diesem Lego-Stein. Können ja jetzt alle möglichen Leute Klemmbausteine machen, aber man darf halt nicht aus Versehen Lego dazu sagen. Wohingegen hier noch ein anderes Beispiel kommt, Tempo, was ich gerade so angeführt habe, ist offensichtlich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hier wird im Chat geschrieben, kein Markenname mehr, sondern jetzt ein Sortenbegriff geworden. Mal sehen, wann Lego ein Sortenbegriff wird. Mal gucken, weiß ich nicht. Aber hier ist noch eine Geschichte hier bei Etsy und so weiter, wo Zusatzbegriffe mit dem Meeple-Fanzeug verkauft werden. Dürfen die das, ist das dann genauso schlimm? Ja, ist es tatsächlich. Also die auch wenn du bei Etsy der kleinste Handwerker bist, darfst du nicht einfach ein Meeple in der Meeple-Form machen, wenn dir das Hans zum Glück nicht erlaubt hat, tatsächlich. Das ist tatsächlich verboten. Vor allen Dingen, wenn du es dann noch verkaufst. Ja, also ich weiß nicht, wie das im Privatgebrauch wird wahrscheinlich niemand was sagen. Aber in dem Zusammenhang ist es ja nicht privat, das ist ja mit Geschäftsabsicht und von daher wird das da wahrscheinlich genauso hart gehandhabt und ist technisch gesehen nicht richtig. Ja. Was mich nur interessiert, weil jetzt kam auch mal so eine Frage, das Wort jetzt auch Fälschungen, das gibt es ja auch, dass zum Beispiel, also dass wir gar nicht über ein Plagiat der Idee oder der Mechanik oder sowas reden, sondern es gibt ja wirklich diese 1:1 Produktfälschung. Also dass ja, ich Terraforming Mars für 20 Euro. Ja. Ist das auch ein Thema, mit dem sich die SAZ beschäftigt oder ist das so weit weg vom eigentlichen Spielgedanken, weil das ja wirklich Produktpiraterie ist, dass ihr euch mit diesen Fällen nicht auseinandersetzt oder beschäftigt euch das auch? Eigentlich nein. Also es betrifft uns nicht. Das ist, ich meine, das Beispiel, das ich vorhin genannt hatte, da mit Plitschplatsch-Pinguin, das war, das ging letztlich in die Richtung, weil da im Mittelpunkt natürlich stand dieser wackelige Berg, von dem also Tierfiguren runterrutschten. Natürlich auch mit der entsprechenden Spielregel dazu. Da kann man schon sehr stark von dann Produktpiraterie stärker sprechen. Aber das passt oder ja, ja, das ist dann jetzt eher schon neuester Fall ist, es gibt eine ich muss schon wieder in mein Spielregal gucken und da liegt es nicht von
Kürtel gibt es gerade von der Firma Remember ein, also ich würde es ruhig Plagiat nennen, also jedenfalls ein Nachbau, der sehr an Kürtel erinnert, mit minimalen Änderungen. Ja, ich bin gespannt, wie Schmidt-Spiele, also wir haben Schmidt-Spiele darauf aufmerksam gemacht, wie sie darauf reagieren können. Wissen wir noch nicht. Wie reagiert ihr dann darauf, also wenn ihr sowas feststellt? Naja, es ist, sag mal, wenn es, in dem Moment, wir beobachten es jetzt erst einmal. Letztlich muss jetzt eben, ist eigentlich Schmidt-Spiele da am Zuge, ne? Was hier auf dem deutschen Markt passiert. Ich meine, wir haben natürlich unsere Meinung dazu, aber momentan sehen wir jetzt noch, wollten wir jetzt erstmal abwarten, weil wie Schmidt-Spiele reagiert, bevor wir irgendwie jetzt da reagieren. Also es ist jetzt nicht auch nicht einer unserer Mitglieder sozusagen davon betroffen. Und ich meine, wir können, klar, wir sind auf dem deutschen Markt am stärksten vertreten, aber ich meine, es gibt ständig über irgendwo auf der Welt irgendwelche solche ja, Plagiate und Verletzungen. Wir können da nicht jedes Mal überall was dazu sagen. Wir registrieren es und wir versuchen dann natürlich durchaus auch die entsprechenden Akteure da zu mobilisieren. Und gegebenenfalls sagen wir dann auch was, aber halt auch nicht immer. Also in dem Zusammenhang, hier ist jetzt gerade Stichwort gefallen, im Zusammenhang mit Meeple-Porn, die haben ja gerade ein Spiel, was sie jetzt ja, wie soll man, vorverkaufen oder so, denke ich, das ist einfach mal. Vorbestellbar, ja. Was ja auch ja, so eine Riesenwellen geschlagen hat tatsächlich im Sinne von, dass es ein Plagiat sein soll. Wobei jetzt wiederum Meeple-Porn sagt, nee, ist nicht, das ist basiert da zwar, so grundsätzlich ist davon inspiriert, aber wir haben das alles neu erfunden und da irgendwas anderes dran gebaut. Das ist natürlich jetzt alles noch so ein bisschen der Schwebe, weil die finale Version gibt es noch nicht, wir wissen es also alle noch nicht. Aber da hat ja die Spielautorenzunft doch schon durchaus ein recht klares Statement dazu gegeben oder zumindest darauf hingewiesen. Ja. Kannst du uns da mal alle so ein bisschen abholen, weil vielleicht hat es nicht jeder mitgekriegt? Also die Version, auf der, ich meine, man muss dazu sagen, das ist ja auch im Netz vorher schon sehr kritisch kommentiert worden und auch gesagt worden, dass das sehr klar eigentlich auf dem Ursprungsspiel da von dem amerikanischen Autoren beruht. Und sie haben damals hieß es immer, das sei jetzt das fertige Spiel. Dann kamen die ersten Kritiken, dann haben sie versucht, ein bisschen sprachlich umzustellen und haben gesagt, das ist jetzt das Fertige. Und dann kam immer mehr Kritiken und dann haben sie immer mehr, also eine Spielregelversion wechselte die auf die nächste. Also ich habe das jetzt auch nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Also war mir dann irgendwo ein bisschen zu albern. Inwieweit jetzt die allerletzte Spielregelversion, wenn es dann die letzte ist, bevor es produziert wird, da muss man halt gerade gucken, wenn es fertig produziert ist, wie es aussieht. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir damals die Stellungnahme abgegeben haben, und da haben wir uns auch klar auf zwei Versionen berufen, die aufeinander folgten, sind wir von einem klaren Plagiat ausgegangen. Das haben letztlich also auch die Erfinder, also Autoren aus Amerika selber auch ja gesagt. Und dann haben wir dann zwar etwas spät, aber dann auch reagiert entsprechend. Und sie haben, ich meine, diese Meeple-Porn-Leute haben ja erst auch selber gesagt, dass es auf diesem Spiel beruht und dass das so toll sei. Und sie hätten halt jetzt bloß ein bisschen was dazu gemacht. Und später haben sie halt noch ein bisschen mehr dazu gemacht und verändert. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt. Das ist mir
allein schon der Kommunikationsstil dieser Truppe nicht meine Cup of Tea. Wenn man jetzt ein Spieleerfinder ist und also man wäre jetzt in der Situation, sag ich mal, ich habe jetzt hier irgend so ein altes Lieblingsspiel, denke mir, ich habe das jetzt, ich wandle das so ein bisschen ab, meine Hausregeln, die sind inzwischen so gut, dass ich denke, ey, das ist eigentlich eine neue Spielidee. Wie gehe ich denn idealerweise vor, wenn ich denke, das wäre jetzt veröffentlichungswürdig? Was wäre denn ein guter Stil? Na gut, also erstens würde ich natürlich erstmal vor allen Dingen viel, also mit Leuten, die sich auch mit Spielen auskennen, möglichst viel testen, um auf die Weise nochmal jetzt Input zu bekommen, ist das vielleicht ähnlich zu irgendeinem Spiel, was die anderen schon kennen? Und dann kann ich ja durchaus an Verlage herantreten. Sei es also, indem ich also zum Beispiel nach Göttingen zum Spieleautorentreffen gehe und dort also mein Spiel dort präsentiere und dann einfach durch das Feedback von den Redakteuren dort dann auch nochmal hoffentlich ein positives Feedback bekommen oder eben auch ein negatives. Also das ist ja das Wichtigste bei solchen Treffen dann überhaupt, dass die Autoren dort also sehr viel Feedback bekommen, in welche Richtung auch immer, um praktisch dann also auch daran auch gegebenenfalls das Spiel weiterentwickeln zu können oder wenn sie Glück haben, dass das Spiel einfach schon so gut ankommt, dass dann zumindest ein Verlag sagt, oh ja, gib's mir mit oder schick's mir oder wie auch immer. Und soll ich das dann transparent machen, dass ich mich habe von dem und dem Spiel inspirieren lassen oder... hat das dann genügend Schöpfungshöhe, dass das eigentlich dann egal ist? Also, wenn ich jetzt. Das ist eine sehr abstrakte Frage, wie soll ich die beantworten? Also, ja, gut, also wir gehen jetzt davon aus, ich habe jetzt Spiel XY gespielt, finde das gut, ändere da eine Sache dran und füge zwei Karten hinzu. Und dadurch fühlt sich alles viel toller an. Überzeuge jetzt damit einen Redakteur, der vielleicht gar nichts weiß von dem anderen Spiel, kann ja auch mal passieren. Und dann bringt der Verlag das raus und heißt plötzlich Plagiat, Plagiat. Wie geht man idealerweise dann damit um? Also sollte man das dann transparent machen? Bietet man den Autor ein? Oder? Ja, klar. Klar. Also wenn man sich halt inspirieren lassen, man kann auch zum Beispiel an den entsprechenden Autor oder Autorin herantreten und sagen, hey, ich habe dein Spiel als Grundlage genommen, aber daraus jetzt nochmal was anderes gemacht. Hast du was dagegen? Ja, dann kann man das, das ist, sag mal, etwas, was es auch häufiger schon gegeben hat, solche Kommunikation. Und das ist dann, glaube ich, der ehrlichste Stil. Es zu verheimlichen, finde ich erstens blöd und zweitens, weil es fällt dir dann bloß auf die Füße irgendwann. Und außerdem auch nicht der feinste Stil. Fällt da ein Beispiel ein oder so, wo sowas schon mal so gelaufen ist? Also, dass da wirklich was rauskommt, also im Wesentlichen das Gleiche ist, aber von einem anderen Autor, aber dass sich dann die Leute entsprechend geeinigt haben, vielleicht mit einer Co-Autorenschaft oder irgendwas in der Art? Also, ich hätte das nicht parat, ich bin gerade so als Gedanke gekommen. Also, es gab, glaube ich, solche Fälle, aber frag mich nicht wie. Nichts, was ich mir jetzt gemerkt hätte. Gibt es eigentlich, also, na gut, okay, also letztendlich ist eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, gerade wenn es um einzelne Spielideen geht, also so mechanische Komponenten, sag ich mal, also aus denen man so ein Spiel ja zusammensetzt, letztendlich, ist ja wie so ein Baukasten im weitesten Sinne, welche Mechaniken mit welchen verheiratet werden. So eine Art, ich sag mal, Zitaterecht für Spielmechaniken, ist da irgendwas geklärt oder ist es einfach so, ich lasse mich hiervon inspirieren, nehme mir aus dem Spiel das, lass mich davon inspirieren, nehme mir aus dem Spiel das und baue davon was Neues. Sollte man sich sozusagen von seinen Inspirationsquellen, sollte man das offenlegen, sollte man die gegebenenfalls auch, ich sag mal, wie zitieren in irgendeiner Form und Weise, dass man seine Spiele darauf hinweist, wo die Inspirationsquellen waren? Ich würde mal sagen, wenn sie sehr stark sind, würde ich sagen, ja. Ansonsten, wir leben alle von den Inspirationen, die wir von außen bekommen.
und setzten daraus irgendwo wieder was Neues zusammen. Und das lässt sich ja oft gar nicht mehr zurückverfolgen. Also wenn ich wirklich ganz explizit mich natürlich auf irgendwas beziehe. Schwierig, da Grenzen zu ziehen. Also berühmtes Beispiel, die Kramerleiste. War eine tolle Idee von Wolfgang und später haben es alle übernommen. Ist auch, glaube ich, schwer, sowas zu schützen. Als Beispiel tatsächlich fällt mir ein Red Rising. Das wurde ja sehr stark von Fantastische Reiche inspiriert und steht aber auch genauso drin und hat auch meines Wissens nach nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten geführt. Aber das war ja, da steht ja explizit dann ein ausführlicheres Vorwort, wo dann auch drin steht, bei den Spielen von Fantastische Reiche kam ja auf einmal der Geistesblitz und dann ist es ja im Endeffekt eine ähnliche Grundmechanik, nur mit deutlich mehr Spiel drumherum geworden. Und das wurde ja dann eben durch dieses Vorwort entsprechend offen auch kommuniziert, sodass, wenn man dann hinterher das spielt und denkt, huh, hat er das vielleicht abgeguckt, ja, steht ja drin, ist völlig in Ordnung, ist inspiriert sozusagen. Das wäre vielleicht ein relativ aktuelles Beispiel, was mir gerade noch einfällt. Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich? Also es gibt ja auch viele, viele Spiele, wo die Redaktion noch sehr stark dran mitarbeitet. Also in der Form, dass halt die öffentliche Spielidee vielleicht nicht hundertprozentig dem entspricht, was der Autor da eingereicht hat, sondern durchaus Mechaniken vielleicht hinzugefügt würden von der Redaktion zum Beispiel. Jetzt tauchen Redakteure jetzt selten als Co-Autoren auf in dem Fall, aber sollte das dann vielleicht so sein in so einem Zusammenhang? Weil der Urheber dieses Teils ist ja dann letztendlich der Redakteur in dem Fall oder die Redakteurin. Also ich vergleiche es einfach mit Lektoren auch im Buchverlag. Die erwerben dadurch auch kein Urheberrecht, indem sie das Werk bearbeiten, sondern werden als Lektoren dort aufgeführt. Das ist in der Belletristik unterschiedlich, wie viel dort eingegriffen wird. Manchmal mehr, manchmal weniger. Im Sachbuchbereich oft extrem viel, weil dort im Sachbuchbereich die Autorinnen oft tolle Ideen haben, was die Sache betrifft, aber nicht unbedingt sprachgewaltig sind, sodass dann die Lektoren das Werk buchstäblich neu schreiben. Der Inhalt bleibt der gleiche und die Autorin bleibt deswegen auch. Aber es wird halt dann einfach in eine Sprache übersetzt, die praktisch dann draußen einfach auch verständlich ist. Insofern, ich sehe nicht die, dass diese Diskussion hat es natürlich auch immer wieder gegeben, wie weit also Autoren dann, also Lektoren dann einfach als doch Co-Autoren werden oder dort Urheberrechte erwerben. Also einmal sind sie von ihrem Arbeitsvertrag in der Regel sowieso, geht alles sowieso an den Verlag. Also jetzt, was sie in ihrer Arbeitszeit entwickeln. Das Zweite, wenn es dem nicht so ist, wie bei freien Autoren, wir hatten ja den Fall jetzt bei dem ursprünglichen Team von Nürnberger Spielkarten, wo Reinhard Stauper und sein Kollege ziemlich häufig Spiele Co-Autor waren. Und dann diesen Vorschlag dann gemacht haben, nachdem sie ziemlich viel irgendwo auch Arbeit reingesteckt haben, was andere Lektoren auch machen, und dann gesagt haben, oh ja, ich möchte jetzt, also ich glaube, jetzt habe ich so viel Arbeit reingesteckt, jetzt bin ich da auch da bei dir Co-Autor und ich kriege dann 1% oder was auch immer Anteil von deinem Honorar. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, wo wir klar gesagt haben, geht nicht. Ja? Also ich kann nicht einfach dann sagen, ich entweder muss mich entscheiden, entweder bin ich Lektor oder ich bin Autor. Aber das zu verknüpfen und dann praktisch, also äh,
da praktisch den Autor in eine Zwangslage zu bringen, dem jetzt zuzustimmen, weil sonst der Verlag womöglich das Spiel nicht macht, weil ja, wenn ich sage, nein, mache ich nicht, ja, also wir haben beide Fälle gehabt, dass Leute zugestimmt haben und es Leute, die nicht zugestimmt haben, ist dann auch, das haben sie jetzt auch dann zurückgezogen, wenn sich einer stark genug macht. Aber wenn ich das gerade mit, sagen wir, unerfahrenen jungen Autoren mache, da kann man seine Meinung zu haben, was guter Stil ist oder nicht. Und ja. Ja, ihr seid ja, also als Spieleautorenzunft werdet ihr ja vermutlich hauptsächlich dann auch von anderen Autorinnen und Autoren oder von euren Autorinnen und Autoren hingewiesen. Kommt es auch vor, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, huch, hier ist ein Spiel, das ist aber ja abgekupfert von XY, kann man dann sozusagen auch als ja, Otto-Normal-Spieler, Spielerin sich an die SAZ wenden und einfach mal sagen, hier, das ist mir untergekommen, weil ihr habt ja auch sicher nicht die Chance, alles zu sehen, dafür ist der Markt viel zu groß. Oder sagt ihr, nee, das ist uns dann zu viel, wenn jetzt jeder ankommt und sagt, hier, da sehe ich noch eine Kopie und da sehe ich noch eine Kopie. Also grundsätzlich kann sich jeder an uns wenden. Also wir haben ja keine Kontaktsperre zu Nichtmitgliedern. Also das wäre ja Käse. Da muss man sehen, was man daraus macht. Aber sag mal, eine Beratung in dem Sinne können wir halt, sagen wir auch ganz klar, machen können wir natürlich also einfach nur gegenüber Mitgliedern ausführen. Okay, also unsere aber vielleicht ergibt sich auch so ein Kontakt, ja, dann vielleicht auch der Wunsch des anderen, dieses Autoren oder Autorin dann Mitglied zu werden. Im Minimalbereich geben wir durchaus auch Hinweise und Tipps, auch wenn uns also Nichtmitglieder anrufen, völlig klar. Also das ist, ja, was kein Mitglied. Tschüss, auf Wiedersehen. Wäre ein bisschen blöd, oder? Ja, okay, also wir halten fest, im Wesentlichen, es gibt durch das Urheberrecht durchaus Möglichkeiten, wie Spielideen geschützt sind, als Spielregel im Sinne eines Gesamtwerkes, sage ich jetzt einfach mal so ganz grob. Dann gibt es darüber hinaus Möglichkeiten für Verlage, markenrechtlich Sachen zu machen, also den Namen zu schützen, Wortbildmarken, Geschmacksmusterschutz und sowas in der Art. Wir halten aber gleichzeitig fest, dass selbst wenn das gemacht wurde, es oftmals, oder wenn das Urheberrecht auch feststeht, es oftmals daran scheitert, dass es durchgesetzt wird. Wahrscheinlich, weil Kosten gescheut werden oder überhaupt der Konflikt gescheut wird, wir wissen es nicht genau. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn sowas ist und uns das auffällt, kann man der SAZ definitiv Bescheid geben. In der Hinsicht, dass sie dann mal versucht, die entsprechenden Leute zu mobilisieren, die da irgendwie mobilisierbar sind und das nicht einfach so auf sich beruhen lässt, zumindest nicht in der Form, wie sie es überhaupt selbst die Möglichkeiten haben. Und dann würde ich sagen, wir müssen nämlich ein bisschen schauen, jetzt sind schon da eine Minute drüber. Christian, ich danke dir sehr, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und uns da so ein bisschen aus deiner Erfahrungswelt hast teilhaben lassen. Es war sehr interessant. Ja. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich demnächst mal auf irgendeiner Messe oder so. Ist ja ganz wie ein bunter Hund, was das angeht. Und bis dahin. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Tim. Okay. Gleich nach dem nächsten Skit. Mach's gut, Christian. Danke. Danke. Ciao.